So, ich wollte jetzt einmal nochmal den Parser erklären. Und zwar als Screencast, damit man sich den zu Hause auch nochmal in Ruhe angucken kann. Und werde das hier halt machen und die ganzen langweiligen Sachen, wie wenn er länger mal kompiliert oder so, einfach rausschneiden, damit das alles schön am Stück ist. Und zwar fangen wir hier an. Aufgabe war, einen einfachen CSV-Parser zu schreiben. Wir haben eine EBNF dafür gegeben, was vorkommen kann. Und wir haben da auch Daten zu. Und zwar, wir haben hier einmal so eine Simple CSV, wo einfach nur Dummy-Daten drinstehen. Die sieht im Rohformat so aus. Das heißt, wir haben hier First Name, Last Name, E-Mail Grade und dann einfach viel Text. Das ist alles wohlformatiert, keine überflüssigen Leerzeichen drin und so weiter und so weiter. Dann haben wir noch ein Hard, was andere Sachen hat. Das trennt die Felder zum einen anders, das hat ein anderes Zeilenende. Das hat Felder, die optional drin sind und mal nicht drin sind, mal drin sind und so weiter und so weiter. Deswegen ist das etwas schwerer zu parsen. Das ist halt sozusagen die zweite Schwierigkeitsstufe. Und die dritte Schwierigkeitsstufe sind wirklich problematische Sachen. Man sieht das hier, wo ganz kryptische UTF-8-Strings drin sind. Emoticons und irgendwie Strings in Strings, hochgestellte Zahlen und so weiter und so weiter. Die sind wirklich, wirklich böse und da muss man mal genau gucken, weil man sieht hier zum Beispiel, wir haben hier einen Quotation Mark und da drin ein Quotation Mark, was nicht ordentlich escaped ist. Wir haben hier komische Sachen und so weiter und so weiter. Das Problem ist, beim Hochladen auf GitHub sind hier, glaube ich, schon ein paar Sachen kaputt gegangen, weil hier standen überall mal Backslashes vor. Wenn man sich sowas selber herstellen möchte, gibt es eine sehr schöne Seite, die nennt sich Mockeroo. Und wir hatten jetzt hier in dem Problematic Datasheet First Name, Last Name und Saying. Und hier haben wir schon die Sachen. Wir sagen hier, ups, ich muss gerade einmal im JavaScript erlauben. Wir haben hier First Name und dann nehmen wir als letztes hier ein Saying, was vom Typ, es gibt hier Naughty Strings. Also wirklich, das sind böse Strings. Dann nehmen wir hier noch irgendein random Format und wenn wir jetzt hier Preview machen, dann seht ihr, wie böse die Dinger hier eigentlich sind. Ja. Also das ist jetzt schon teilweise escaped, wenn man die dann runterlädt, ist noch was anderes. Hier sind teilweise Bash-Sachen drin. Wenn man die aus Versehen ausführt, diesen Code, dann wird hier in diesem Fall nur eine temporäre Datei angelegt. Aber wenn der Parser halt Mist baut, kann man damit Sachen machen. Irgendwie Cross-Site-Scripting-Sachen. Ganz, ganz komische Dinger, versuche irgendwelche Passwortdateien auszulesen und so weiter. Also wirklich böse Strings, die man in einer normalen Applikation immer vernünftig abfangen sollte. Das nur einmal dazu. Das ist nicht so wichtig, dass man das vernünftig parst, weil für eine CSV-Datei sind diese Strings teilweise nicht richtig formatiert. Da müssten in Quotes die Quotes escaped sein und sowas muss dann Fehler werfen. Die Frage ist nur, was macht der Parser, wenn er sowas sieht? Ja, schlägt er dann fehl oder liest er dann einfach fröhlich irgendwas und ich habe komische Dinge in meinem Code. Ne, insbesondere sieht man hier auch Verzeichnisse wie DevNull werden hier angesprochen. Die müssen natürlich rausgefiltert werden, beziehungsweise speziell bearbeitet werden. Aber Zahlen wie 1 durch 2 müssen natürlich drin bleiben. Also man hat hier auch positiv Gegenbeispiele. Und das ist halt immer ein Unterschied. Man hat hier gewisse Sachen, die drin bleiben müssen, man hat hier aber ganz, 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 ganz viele Sachen, die sehr böse sind. Und ist generell, wenn man irgendeine Webseite schreibt oder irgendeinen Parser oder sonst was, kann man sich hier extrem eklige Strings generieren, die einmal draufjagen und wenn zum Beispiel nach diesem String die Datenbank noch da ist, also die User-Tabelle in der Datenbank, dann hat man schon mal keine SQL-Injection oder keine simple und so weiter und so weiter. Also das sind wirklich böse Dinge. Ja. Das einmal zu den Eingabedaten. Wir werden uns jetzt im ersten Schritt einfach nur um die gesamten Simple-Sachen kümmern. Das ist auch eigentlich war eigentlich der Anspruch der Aufgabe, dass man diese Datei vernünftig parst. Auch wenn es erstmal nur statisch ist mit vier verschiedenen Feldern, irgendwie vier Strings hintereinander einlesen, durch Komma getrennt und alles wohl formatiert.
Wenn man das erstmal hat, ist dann der nächste Schritt, wie kann ich abstrahieren von 4 Strings auf N Strings und dann im Nachhinein, wie kann ich noch irgendwelche speziellen Fälle abfangen, wie gehe ich mit Leerzeichen um, wie konvertiere ich eine E-Mail-Adresse in eine E-Mail-Adresse, mache irgendwie eine sinnvolle Überprüfung von den Geschichten und so weiter und so weiter. So, fangen wir erst einmal an. Und zwar machen wir Stack New Parser, nennen wir es mal Parserblatt 4. Ich weiß nicht, ob ich den anderen Parser noch bei mir drin habe. Und dann wird das Ding halt angelegt. Dann gehen wir da rein, gucken uns das einmal an und gehen natürlich in die Kabal-File, wie es auch genau in dem How-To hier angegeben war. Ich mache das gerade nochmal auf. Genauso wie es in dem How-To angegeben war. Macht hier die Kabal-File auf, kann die Sachen alle ausfüllen oder auch nicht. Wenn man es nicht veröffentlicht, braucht man es auch nicht ausfüllen. Wichtig ist nur, dass wir bei den Build Dependencies, bei den Voraussetzungen hinzufügen, dass wir Autoparsec drin haben, um unsere Parser-Library drin zu haben. Und was wir höchstwahrscheinlich auch noch brauchen, was zwar eine Dependency von Autoparsec ist, aber da werden wir nachher nochmal ein, zwei Funktionen draus brauchen. Das ist Text, um halt zum Beispiel den String, den wir aus der Datei rauskriegen, in einen Text umzuwandeln, den Autoparsec dann frisst. Aber das sind nur Kleinigkeiten. Das war eigentlich schon alles. Wenn wir das jetzt einfach speichern und quitten, dann machen wir ein Stack Build, was dann automatisch alles komplett runterlädt und für uns installiert und damit quasi alles vernünftig baut, eine kleine Hello World Programm und dann sind wir mit dem Konfigurieren quasi durch und können anfangen zu programmieren. Man sieht, ich habe auf meinem System Autoparsec schon mal häufiger verwendet. Er fängt jetzt nicht an, die ganzen Sachen nochmal runterzuladen, zu kompilieren, sondern er kopiert sie einfach aus meinem internen Verzeichnis hier hin und ist dann wieder glücklich. Und wir haben jetzt hier die Executable wird gebaut und sie liegt dann in dieser Datei. Keine Angst, das brauchen wir nicht eingeben. Der ganze Pfad ist vollkommen egal, solange wir in dem Verzeichnis sind. Also in unserem Stack-Projekt können wir einfach machen Stack, Exec und dann den Namen der Datei, was in diesem Fall Parser Blatt 4 Exe ist. Wenn wir das dann ausführen, sehen wir SumFunk, was halt dieses... er gibt jetzt hier SumFunk aus statt Hello World, aber das ist... das ist im Prinzip dasselbe. Wir gucken einmal in die Main rein. Hier steht einfach nur, führe SumFunk aus und SumFunk wird in der lib definiert. Und wenn wir mal in die lib reingehen, sehen wir hier, das Modul lib exportiert SumFunk und das SumFunk ist einfach nur I.O. und gibt den String aus. Ich nehme mal gerade die Sachen hier weg. Das haben wir und jetzt fangen wir an mit den Includes. Wir importen erstmal Data Autoparsec Text, weil wir Text parsen wollen und nicht irgendwie Bytestrings oder char8s oder sonst irgendwas, sondern wir erwarten einfach Text. Und wir importieren Data Text, weil wir daraus nachher wahrscheinlich das Pack brauchen. Wie man hier sieht, das ist genau die Funktion, die uns einen String in einen Text konvertiert. Deswegen brauchen wir die nachher einmal, weil die Funktion, die wir nachher nehmen, nimmt einen String, wir machen einmal Pack, dann ist das ein Text und dann können wir es an Autoparsec weiterschmeißen. Aber das nur sind nur Kleinigkeiten, die wir später brauchen. Wenn wir das jetzt schreiben, gehen wir ganz stupide vor. Nämlich, dafür war die EBNF eigentlich gedacht, man gibt einfach die EBNF von oben nach unten an. Ja?
Was wir haben, ist, wir haben hier Sachen wie Row, wir haben eine Feldliste, was einfach nur eine Liste von Feldern ist. Das ist ein Field, beziehungsweise Field hat dann auch einen Field Value. Da unterscheiden wir nicht mehr groß, weil wir die White Spaces ja eh wegschmeißen wollen. Deswegen ist ein Field auch ein Field Value. Deswegen sind die gleich. Und da drin ist dann entweder ein Quoted String, der also mit Anführungszeichen beginnt und aufhört, oder ein Bare String, der ohne Anführungszeichen ist. Und die Unterschiede ist dann im Inhalt. Einmal haben wir da drin viele Quoted Chars, die alles außer das Anführungszeichen oder End of Line enthalten. Wobei ich mir bei dem End of Line nicht sicher bin. Ich würde einfach alles bis zum nächsten Anführungszeichen nehmen, weil der String ist gequotet. Und wir kümmern uns dann nicht um diese Spezialfälle, die ich hier unten einmal aufgeführt habe, dass das einem Backslash-Ding kommt. Das erwarten wir einfach nicht. Dann schlägt unser Parser halt fehl. Dann ist der User schuld. Beziehungsweise wir sagen einfach, der User ist schuld. Ein Bare String, da müssen wir halt aufpassen, dass wir nicht an das Ende laufen. Also wir müssen halt gucken, dass wir nicht auf das End of Line treffen. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht das nächste Feld aus Versehen mit einlesen. Also müssen wir beim Komma abbrechen. Und wir müssen alle White Spaces am Anfang und am Ende wegmachen. Was auch kein Problem ist. Ähnlich wie wir das hier hatten, ein Feld kann halt anfangen, wenn wir hier den Field Value haben, haben wir am Anfang White Spaces und am Ende White Spaces. Das heißt, wenn wir hier alle am Anfang und am Ende entfernen, hat der Field Value automatisch keine White Spaces mehr um sich rum. Das heißt, der Field Value wäre alles komplett bis zum Komma oder End of Line und danach entfernen wir am Ende die White Spaces. Ein White Space ist relativ einfach erklärt, ist ein Space Character oder gefolgt von vielen Space Charactern. Und ein Space Character ist entweder Leerzeichen oder Tab und End of Line ist einfach neue Zeile. Und die Sache ist, wir haben hier im Prinzip die geschweiften Klammern heißen entweder 1 oder mehr oder 0 oder mehr. Das ist hier nicht ganz klar, wo das hervorgeht. Ich mache das nachher einfach mit 0 oder mehr, weil zum Beispiel ein Quoted Char kann auch einfach leer sein und ein Bare Char kann leer sein. Ja. Dann das in eckigen Klammern ist optional. Das heißt, eine Field List besteht aus einem Feld und entweder ist dann die Liste zu Ende oder es kommt noch ein Rest der Liste getrennt mit Komma. Also Komma und Rest der Liste. Das können wir auch nachher genauso implementieren. Wenn wir hier einen oder drin haben, heißt das, wir haben entweder dies oder das. Das können wir nachher auch 1 zu 1 umsetzen. Und ja, wenn wir halt Sachen mit Komma hintereinander haben, also A, B, C, dann heißt das erst A, dann B, dann C. In diesem Fall heißt das erst ein Double Quote, dann ein Content und dann nochmal ein Double Quote. Das können wir auch genau so nachher umsetzen. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, ich kopiere das einfach mal in die Datei rein. Dann wird das nachher. Dann kann man das hier immer im Auge behalten. Und was wir jetzt erstmal machen, ist, wir sagen, okay, Data CSV, also unsere gesamte CSV ist eine Liste. Ups. Das war die falsche Taste. Eine Liste aus. Ich nenne es einfach mal Row. Eine Liste von Rows. Was ist eine Row? Eine Row ist eine Liste von Fields. Na, genau wie es hier oben steht. Eine CSV-Datei ist eine Menge von Rows und eine Menge ist eine Liste von Feldern und am Ende natürlich ein End of Line. Aber das End of Line schmeißen wir ja weg. Das interessiert uns ja nicht als Datum, sondern das interessiert uns ja nur als Trennzeichen. Und was ist ein Feld? Das steht in der Aufgabenstellung. Ein Feld soll in unserem Fall einfach nur ein reiner String sein. Also nehmen wir einfach einen Text. Und um die Spezialfälle wie Quoted String und Bare String, da kümmern wir uns später drum. Das machen dann Funktionen. Und so haben wir unsere Datenstrukturen definiert. Jetzt machen wir noch ein bisschen hinter Deriving. Show, damit wir die Sachen auch nachher uns vernünftig anzeigen können.
dann haben wir das. Und was wir jetzt machen ist, wir fangen einfach von oben nach unten an. Wir sagen, Parse CSV ist, also Parse CSV ist die Funktion, die wir nachher aufrufen wollen in der Main. Ist auch die einzige, die großartig exportiert werden muss. Die nimmt einen String und gibt dann Either String CSV zurück. Das ist halt das Ergebnis von einem Parsen. Entweder schlagen wir fehl mit einem String oder wir geben ihm das richtige Ergebnis. Und das können wir, ich meine, das wirkt jetzt so ein bisschen, als würde ich mir das einfach ausdenken. Aber wenn wir in AttoParsec reingehen, sehen wir die Funktion gibt uns Parse Only, was durchläuft, gibt uns ein Either-String A und nimmt einen Parser A und einen Text. Ja, und wie gesagt, der Text, den wir reinkriegen, ist ja schon das, was wir haben wollen. Und damit ist das einfach die Funktion Parse Only. Hier unten. Die nimmt als erstes natürlich den Parser und unser Parser ist der CSV-Parser, den wir gleich schreiben. Und der Input, den wir kriegen, ist, wir kriegen den String, sagen wir S rein, dann rufen wir das auf pack S auf, weil S ist ein String und der Parser erwartet, wenn wir nochmal hier reingucken, der Parser erwartet einen Text und wir hatten ja eben mit pack wandeln wir einen String in einen Text um. Das ist die einzige Umwandlung, die wir machen müssen und der Rest ist dann egal. So, als nächstes müssen wir natürlich den CSV-Parser schreiben. Was ist der CSV-Parser? Natürlich ist das ein Parser für CSV. Wer hätte es gedacht? Und ein CSV-Parser ist, wenn wir hier oben einfach mal reingucken, Rows. Und wir haben schon gesagt, ein CSV ist eine Liste an Rows. Also ist das einfach nur Many, weil wenn wir uns hier einmal Many angucken, dann also wird mir nicht vorgeschlagen, was nicht im Scope ist. Verhält sich im Prinzip hier wie das Many-Strich hier. Und das heißt, wir nehmen einfach einen Parser und wenden den ganz häufig an und kriegen eine Liste davon. Und was wollen wir haben? Wir wollen eine Liste von Rows. Also wenden wir den Row-Parser häufig an. Einfach machen wir Many Row. Ich mach mal Row-Parser. Okay, damit ist der CSV-Parser fertig. Wir müssen jetzt nur noch einen Zeilenparser schreiben. Was ist ein Row-Parser? Das ist natürlich ein Parser für eine Row. Und ein Row-Parser ist, wenn wir hier oben hingucken, eine Liste an Feldern, was schon mal darauf hindeutet, was wir zurückgeben, gefolgt von einem End of Line. Okay, also ist das ein Many, nee, ein Many-One, weil die Sache ist, in einer Field List haben wir hier oben als Bedingung, wir brauchen mindestens ein Feld. Das ist ja nicht optional an dieser Stelle, sondern alle weiteren Felder sind optional. Das heißt, wir brauchen mindestens ein Feld und damit ist das Many-One Field Parser. Den nehmen wir erstmal so. Gefolgt von einem End of Line. Und wenn wir uns erinnern, das hier, dieses kleine Mal kommt aus Applicative und heißt, wende den linken an, wende den rechten an und dann gibt das Ergebnis des linken zurück. Das heißt, wir parsen hier das End of Line am Ende weg, aber wir machen mit dem Ergebnis nichts. Wir schmeißen das Ergebnis einfach weg. Und der Parser läuft nur durch, wenn wir das End of Line finden. Und wir haben ein Problem haben wir noch am in der letzten Zeile haben wir halt nicht einen End of Line, weil wenn das Ding zu Ende ist, haben wir kein Zeilenende mehr unbedingt, sondern wir haben dann eventuell noch ein End of Input. Der stand hier eben auch schon. Und ein End of Input heißt einfach, die Datei ist zu Ende. Und entweder ist nach einer Zeile die Zeile zu Ende oder die Datei zu Ende. Auf jeden Fall eine von den beiden Bedingungen muss zutreffen. So. Das war der Row-Parser und jetzt kommen wir zum Field-Parser, den wir schreiben müssen. Und große Überraschung, das ist ein Parser für ein Field. Ich meine, wer hätte es gedacht? So, ein Field-Parser, der besteht aus
Wir haben es hier, White Spaces, einem Field Value und noch mehr White Spaces. Und wir haben halt das Problem, dass wir hier noch das Komma haben, weil wir haben einfach hier gemacht Many One Field Parser. Ne? Das heißt, der Field Parser muss irgendwie das Komma mit wegnehmen, aber darf nicht das End of Line wegnehmen, weil das End of Line nimmt der Row Parser weg. Ne? Das heißt, wir werden hier sowas haben wie White Space. Also wir machen am Anfang irgendwie many White Spaces. Wollen wir am Anfang haben. Die wollen wir natürlich nicht behalten, die wollen wir wegwerfen. Deswegen nehmen wir die Applicative-Notation. Dann nehmen wir einen... dann wollen wir einen Field Value haben. Field Value Parser. Das ist hier genau das Field Value mit dem Quotenstring oder Bearstring. Da kümmern wir uns gleich drum. Ein Field Value Parser. Dann wollen wir am Ende auch noch haben... nachdem wir das geparst haben, wollen wir auch noch Many White Space haben. Weil, weil das wollen wir haben. Und das wollen wir natürlich wegschmeißen, deswegen nehme ich wieder diesen Operator. Und danach wollen wir eventuell noch ein Komma haben, wenn es denn da ist. Ja, und auf jeden Fall wollen wir danach entweder ein End of Line haben oder ein Komma. Und zwar wollen wir das Komma wegparsen, das End of Line aber nicht. Das heißt, wir hängen hier nochmal einen anderen Ausdruck dran. Ich klammer das mal, weil ich nicht weiß genau, wie das funktioniert. Müsste links assoziativ sein, aber sicher ist immer besser. Und wir sagen, wir hätten gerne ich nenne das einfach mal has next Field, weil das sonst so unübersichtlich wird, lagere ich das jetzt einfach mal in eine weitere Funktion aus. Where has next field ist ein Parser, der nichts zurückgeben soll, der soll einfach nur parsen. Und dann machen wir if und jetzt können wir uns nämlich angucken, es gibt nämlich eine Funktion PeakChar, die uns vielleicht den nächsten Buchstaben gibt, außer wir sind am Ende der Datei. Und was wir dann machen ist, wir machen nicht if, sondern wir machen einen Case, weil wir dann direkt Pattern matchen können. Wir machen hier C ist halt der Peak Char, den wir nehmen, und dann Case C of dann haben wir halt entweder C ist jetzt ein Just Komma, wenn wir ein Komma haben, dann machen wir natürlich ein Parser, um das Komma wegzuparsen, weil das wollen wir wegschmeißen. Und zwar machen wir dazu einfach nur den Char-Parser, der einen Char parst und dann Char, wir wollen das Komma wegparsen und wir wollen das Ergebnis davon wegschmeißen. Das heißt, wir machen einfach Return Unit, weil wir müssen hier Unit returnen. Wenn wir einfach nur Char-Komma machen, kriegen wir einen Parser für Komma. Das wollen wir nicht. Wenn wir nee, Quatsch. Was tue ich denn hier?
Entschuldigung, ich baue hier gerade Bullshit. Ich mache natürlich ein if, Attoparsec if, es gibt nämlich einen Parser für is end of line. Nee, wir müssen das doch so machen, weil wir an den nächsten Char dran müssen. Wenn wir einen Fall haben von just irgendetwas, dann prüfen wir if is end of line bei diesem Character, dann machen wir nichts, weil das end of line wird ja von dem Row-Parser hier oben weggenommen. Also machen wir in dem Fall einfach nur return nichts. Und wenn es irgendein anderes Zeichen ist, dann fehlen wir mit der Nachricht invalid next field. Das ist halt die Fehlermeldung, die ausgegeben werden soll, weil dann ist das ungültig. Weil entweder wollen wir ein Komma haben am Ende eines Feldes, nachdem wir die Whitespaces geskippt haben, oder wir wollen ein End of Line haben am Ende des Feldes. Aber wenn irgendwas anderes kommt, haben wir einen Invalid Next Field. Und im Falle von Nothing, wenn wir also irgendwie End of Input erreicht haben, weil kein Char mehr da ist, dann machen wir auch Return Unit, weil dann nimmt der Row Parser das End of Input und wir sind glücklich. Das heißt, nur in dem Falle, dass wir weder ein Komma noch ein End of Line haben, haben wir hier dann einen Fehlerfall. Ich hoffe, das war halbwegs verständlich. Ansonsten vielleicht nochmal zurückspulen und nochmal neu angucken oder mir eine Mail schreiben. Dafür bin ich auch immer da. So, jetzt haben wir noch ein paar Parser zu schreiben. Wir haben nämlich noch den Parser Whitespace zu schreiben. Der ist ein Parser Text, weil er Text parst. Der wird zwar dann weggeschmissen, aber das ist egal. Wir müssen noch ein Field Value Parser schreiben. Das ist ein Parser für Text, der halt den Wert in dem Feld holt. Das ist hier der Text hier drin. Und wir müssen dann noch den Hasnext Field haben wir geschrieben. Das sind die einzigen beiden Parser, die wir noch schreiben müssen. Fangen wir erstmal mit dem Whitespace an. Da gucken wir einmal in unsere EBNF und sehen, ein Whitespace ist eine Menge an Space-Charaktern. Mindestens einer. Und Space-Charakter sind Leerzeichen und Tabs. Da das so häufig ist, gibt es hier schon die Funktion Skip Space, die skippt über Whitespaces. Allerdings weiß ich nicht, ob die auch bei 0 skippt. Da muss ich gerade einmal gucken. Skip Space, skip while is Space, das passt auch 0. Das ist doof, weil wir wollen ja mindestens einen Parser machen. Aber es gibt doch garantiert auch noch die Funktion is Whitespace oder is Space. Genau. Is Space gibt uns True zurück, wenn es ein Space-Character ist. Und zwar nicht nur. Ach nee, is Space matcht auch auf die Control-Characters, auf die wir nicht matchen wollen. Deswegen dürfen wir das nicht nehmen. Dann nehmen wir einfach das, was in der EBNF vorgeschrieben ist und sagen, White Space ist take while 1. Nimm so lange wie, aber nimm mindestens einen, weil wir das mit many kombinieren. Weil wenn wir hier take while einfach nur nehmen, dann passt dieser Bereich, passt hier einen leeren String. Many sieht, oh, der leere String wurde erfolgreich gepasst und versucht das nochmal, weil der Parser ja erfolgreich war. Also der Parser hier unten muss irgendwann fehlschlagen, der darf nicht endlos laufen. Auch wenn ich den mehrfach hintereinander aufrufe. Und deswegen muss er mindestens einen nehmen.
Und Take While 1 ist, wenn wir uns das hier mal angucken, Take While 1 nimmt einen Char nach Bool. Und das schreiben wir uns einfach mal. Ist ein Prädikat, where das Brett hat den Typen Char nach Bool, wie uns die Anleitung schön gesagt hat. Und zwar Brett von Space ist true. Brett von was war's in dem Dingens? Es war Backslash T. Brett von Backslash T ist true und Brett von irgendetwas anderem ist false. Und damit haben wir den Parser geschrieben. Der Whitespace ist parsed und sind glücklich. Jetzt müssen wir noch den Field Value Parser schreiben. Und ein Field Value Parser ist entweder ein Quoted String oder ein Bare String, where Quoted String ist natürlich auch wieder ein Parser. Text, ansonsten könnte ich die ja nicht kombinieren. Ein Quoted String ist zuerst mal die doppelten Anführungszeichen, die wir wegschmeißen, dann ein, wie nannte er es in der EBNF? Dann haben wir quasi einen Quoted Char und davon Many, also Many Quoted Char. Many Quoted Char. Und dann haben wir zum Schluss noch ein Char mit einem Dingens, mit noch einem Double Quote. Und ansonsten haben wir einen Bare String. Bare String ist natürlich auch ein Parser für Text. Und ein Bare String ist, hier steht jedes Zeichen außer Komma, End of Line. End of Line ist hier definiert als New Line und ohne Whitespaces an Beginning und End. Das heißt, wir haben hier einen Bare String. Das ist ein quasi, da es aus leer sein kann, haben wir einen Bare String, ist ja ein Many Bare Char. Und das schreiben wir jetzt einfach erstmal so. Ist ein Many Bare Char. Und die müssen wir jetzt auch noch schreiben. Ein Quoted Char ist natürlich ein Parser für einen Char. Ich glaube, mit Many können wir es nicht gut machen, sondern wir sollten eher Take While nehmen, weil dann brauchen wir nur noch die Bedingung schreiben von Char nach Bool. Das geht ein bisschen einfacher. Take While Quoted Char und hier haben wir natürlich Take While Bare Char. Und ein Quoted Char ist dann natürlich ein Char nach Text. Das heißt, ein Quoted Char, was war erlaubt, beziehungsweise wir machen ja das Gegenteil, was war nicht erlaubt, es war alles erlaubt außer Anführungszeichen und End of Line. Das heißt, alles außer Anführungszeichen, das ist das hier, das ist false. Ich sollte das auch auf Bool umbenennen. Quoted Char mit wir machen das anders, damit wir Funktionen aufrufen können. Quoted Char A. Und jetzt machen wir hier Guards. A ist dieser String ist false. Oder ist End of Line A, dann ist es auch false. Damit haben wir auch die Zeilenenden abgefangen. Und otherwise ist das Ding true.
Dasselbe machen wir jetzt natürlich noch für den Bärtschar. Ein Bärtschar ist, wenn wir ein Komma haben, liegen wir falsch. Wenn wir ein End of Line haben, liegen wir falsch. Und ansonsten ist es true. Und ja, das sollte soweit korrekt sein. Das einzige Problem, was wir jetzt noch haben, ist, dass unser Bärtschar auch mit Leerzeichen enden kann. Darum sagen wir hier, schreiben wir den Parser noch etwas komplizierter und sagen do Bärtschar kommt hier rein und dann haben wir den Text und jetzt gucken wir mal, ob wir in Datatext eine vernünftige Funktion dafür finden. Und wir haben hier eine Funktion strip. Remove leading and trailing white spaces from a string. Vergleichbar mit drop around is space. Und das gleiche gibt es auch mit strip end und strip start. Großartig. Wir müssen also einfach nur strip aufrufen. Damit machen wir return strip den Bärtschar. Und damit haben wir den Fall auch abgefangen. Und wir müssen natürlich strip noch importieren. Und was ich eben noch gesehen habe, wir haben einmal zwischendurch noch irgendwas verwendet. Was war es hier? Is Space haben wir, glaube ich, irgendwo noch verwendet. Aber ich bin mir da nicht sicher. Ach nee, Is Space haben wir nicht verwendet, weil das ja natürlich auch auf New Lines und so mappt. Und so haben wir uns jetzt hier von oben nach unten quasi durchgehangelt. Wir haben halt ein paar kleinere Schritte übersprungen. Zum Beispiel, wir haben jetzt hier Field List nicht explizit geparst. Wir haben einfach statt Field List gesagt, many fields. Und haben dann in dem Field dafür gesorgt, dass das Komma hier, also der Spezialfall in der Field List, vernünftig geparst wurde und so weiter und so weiter. Und wir haben jetzt diese Funktion parseCSV, die wollen wir exportieren. Und das machen wir jetzt einfach mal, indem wir sagen, wir exportieren parseCSV. Wir exportieren selbstverständlich die Datenkonstruktoren, die wir haben. Und das ist nämlich CSV, Row und Field. Natürlich sind das keine Data, sondern es sind Type. Bei Data müsste ich ja ein Data dafür angeben. Das ist nur ein Typ-Alias. Das ist nur für den Programmierer, nicht für den Compiler. So. Wir haben einen Error, weil ich mich bei Deriving vertippt habe, oder? Ach ja, man kann solche Sachen ja nicht deriven, weil die automatisch schon alle derived werden, weil es nur ein Typ-Alias ist. Deswegen brauchen wir das auch nicht. So. Machen wir das hier noch etwas kompakter. Und jetzt gehen wir die Sachen durch. Er sagt hier, wir benutzen den Typkonstruktor Text. Den haben wir nicht importiert. Oh Wunder, wir müssen den Typkonstruktor Text importieren.
Dann sagt er uns noch, wenn wir da einmal reingehen, Redundant Bracket an dieser Stelle. Okay, diese Klammern waren überflüssig. Nehmen wir sie natürlich weg. Was war noch überflüssig? 43, 16. 43, 16. Ach komm, weißt du was? Zeig's mir einfach. Welche Klammer? Die Klammer. Okay. Dann, not in scope many. Das heißt, wir müssen many einmal importieren. Das ist import control applicative, wo das drin steht. Dann haben wir noch eine redundant bracket. Sag mir bitte wo. Die ist redundant. Nee, die hier hinten ist redundant. Die hier. So, jetzt beschwert er sich, er weiß nicht, was mit take while gemeint ist. Entweder ist es autoparsec take while oder prelude take while. Also sagen wir, wir nennen das einmal, ich nenne es einfach mal A. Und das heißt, wo ist der Fehler? An dieser Stelle, also ist das nicht take while, sondern A.take while, weil wir das aus autoparsec nehmen wollen. Und in 71 haben wir das nochmal, das ist hier drunter. A.takeWhile, fertig. So, haben wir jetzt noch. Ich soll hier void benutzen, weil das schöner ist. Dann nehmen wir doch void statt dem Krempel. Void gibt einfach nur return unit zurück, dafür müssen wir aber machen import control monad. Und wir wollen aus Control Monad Void haben. Dann sagt er mir, du kannst ja auch Unless benutzen. Unless. Wie schreibt er das? Unless ist End of Line A. Macht das hier. Das tut genau dasselbe. Ist nur angeblich leserlicher. Unless hat er nicht im Scope. Das müssen wir gerade noch einmal importieren. So. Und couldn't match types. Liste von Text mit Text. Ein Field Value Parser. Der sollte uns doch einen Text geben. Ich glaube, da... Ach, Field ist natürlich keine Liste von Texten. Field selber ist nur ein Text. Ich habe ein falsches Alias gemacht am Anfang. Wuhu! Es kompiliert. Keine Fehler gefunden. Dann machen wir jetzt hier einmal ein bisschen I.O. Wir machen irgendwie Do... die File ist irgendwie read-File, was uns was einen Pfad nimmt und uns den String zurückgibt. Sagen wir jetzt einfach mal Data. Wie hieß die Datei? Parse simple, simple parser. Ich guck mal gerade. CSV dummy simple. CSV dummy. CSV dummy. Simple.csv. So? Nein, das ist simple klein. Dann haben wir die Datei. Und dann machen wir print, weil wir es einfach nur ausgeben wollen. Parse CSV auf dem Text, den wir kriegen. So. Das sollte jetzt tun. Kompiliert auch, keine Fehler. Und dann gucken wir doch mal nach, ob das jetzt klappt. Wir sind jetzt hier drin. Ich mache mal gerade ein Data-Verzeichnis, wo wir die CSV runterladen. Die ist da jetzt noch nicht drin. Wir haben hier die CSV Simple. Gehen wir auf Raw, nehmen die URL
und machen einfach wget auf die URL. Zack, und jetzt haben wir die Datei. Und wenn wir jetzt machen stack build, jetzt baut er das Ganze. Wir erwarten keine Fehler, da unsere schöne Entwicklungsumgebung das schon alles abgefangen hat. Fertig, funktioniert. Und jetzt machen wir stack exec parserblatt 4. Er rattert, rattert, rattert. Und das ist kein gutes Zeichen, weil wir jetzt eine Endlosschleife haben. Also beenden wir den Prozess, brechen ihn ab und gucken, wieso wir eine Endlosschleife haben. Eine Endlosschleife passiert, wenn wir zum Beispiel wenn wir ein Many in einem Many haben. Dann haben wir immer ein Problem. So, ich habe das Problem jetzt gefixt. Das Problem war, wie ich schon vermutet hatte, dass der Field Parser nichts parst, beziehungsweise dass der Row Parser nichts parst, aber trotzdem durchläuft. Weil wir haben hier im stehen, CSV Parser ist Many Row Parser. Und in der letzten Zeile, wenn er keinen Input mehr hat, steht er am Ende, auf dem letzten Symbol. Und führt den Field Parser aus. Der Field Parser sagt, ja, ich habe halt nichts gelesen und danach ist entweder End of Line oder End of Input oder sonst irgendwas und hat einfach nichts zurückgegeben. Also ich habe das erstmal umgestellt. Ich erkläre erstmal, was ich umgestellt habe. Ich habe das hier umgestellt. Der Row Parser liest jetzt erst das erste Feld und dann häufig durchs Komma getrennt die restlichen Felder. Genauso wie es auch hier in der EBNF eigentlich vorgesehen war. Wo habe ich das? Ich gehe nochmal kurz zurück. Das ist hier. Hatten wir eine Fieldlist, ist das erste Feld und der Rest der Liste. Und genau so parsen wir das jetzt auch. Wir parsen das erste Feld und wir parsen den Rest der Liste. Und danach wollen wir ein End of Line oder End of Input. Das ist okay. Die Sache ist, wenn wir halt am End of Input sind, liefert uns das hier nichts zurück, also ein empty string. Desi liefert uns eine leere Liste zurück. End of input ist true, das läuft also auch durch. Und dann returnen wir eine leere Liste, das heißt, unser Parser hängt hier eine leere Liste an. Und da der Parser erfolgreich war, weil er eine leere Liste zurückgegeben hat, geht er den Parser nochmal durch. Was ich jetzt einfach gemacht habe, ist, ich habe am Anfang einen Check eingebaut. Es gibt diese Funktion addEnd, die sagt, gibt einem zurück, ja oder nein, ob man am Ende ist. Und wenn wir am Ende sind, schlagen wir fehl mit No More Rows und damit stoppt dieser Many-Parser. Das ist eigentlich die gesamte Geschichte, die ich jetzt hier noch geändert habe. Und der Rest des Codes ist komplett gleich geblieben. Die Sache ist, er hat am Anfang komplett alles vernünftig geparst und war dann halt in der Endlosschleife in der letzten Zeile und hat dann immer nur die letzte Zeile hat dann halt immer nur die leere Liste am Ende ausgegeben. Und deswegen, das war das große Problem. Und wenn wir jetzt hier mal reingehen, sehen wir, ich habe das hier einmal kompiliert und ausgeführt. Und wir sehen, es wird hier alles wunderbar geparst. Wir könnten das auch schöner ausgeben, aber so viel Mühe machen wir uns jetzt nicht. Ich könnte hier irgendetwas machen mit... wir machen hier ja Print auf die gesamte Geschichte. Was ich machen könnte, wäre natürlich ein Case, das Ding auf Left Error, dann sagen wir Print, Quatsch, ist ja ein String, wir machen Put Stringline Error und ansonsten, wenn wir haben Write CSV, dann machen wir Print und zwar Unlines von CSV. Ich bin mir jetzt nicht ganz so sicher. Unlines funktioniert, glaube ich, nicht auf Text. Ich muss gerade mal die Textsache suchen. Text hat auch ein Unlines, also müssen wir das Unlines aus Data Text nehmen. Das ist dann einfach nur Import Data.Text. Und wir müssen in der Kabal-File in der Main einmal Text zu den Dependencies hinzufügen.
Und wenn wir jetzt bauen, dann sollte das auch besser formatiert ausgegeben werden. Habe ich nicht gespeichert? Not in Scope T.Unlines. Das ist doch ein Datatext. Habe ich mich vertippt? Was war das? Interspersed war es, ne? Mit Komma zusammenfügen. Interspersed. Nee, intercalate. War Text, Text, Text. Intercalate. Ist das korrekt? Intercalate? Ja. Wir wollen den Komma in die Sachen reinfügen und das Ganze wollen wir natürlich fmappen. Und wenn wir das haben, sollte das funktionieren. Ach ja, wir müssen diesen String natürlich packen. Das kann man mit einer Language Extension auch wegkriegen. Und wenn wir das jetzt machen, dann sollte es auch schön aussehen. Naja. Schön ist was anderes. Dann wandeln wir die. Das ist jetzt ein bisschen hässlich, aber ich will hier einfach nur nochmal zeigen, dass die Daten hier vernünftig drin sind. Die Daten haben wir halt geparst. Beziehungsweise das sind jetzt nicht die Originaldaten, sondern das ist, was am Ende aus unserem Parser rausgekommen ist. Und ich habe es jetzt einfach wieder mit Komma zusammengefügt. Ich kann das natürlich auch, um es irgendwie schöner zu machen, mit Tabs zusammenfügen. Dann werden die Abstände etwas größer. Und man sieht es ein bisschen besser, dass es sich um eine Tabelle handelt, aber das ist natürlich immer noch nicht die beste Lösung, aber man sieht jetzt so halt, wo es hingeht. Und jetzt können wir anfangen, irgendwie nach First Name zu sortieren, nach Grade zu sortieren oder was auch immer wir damit machen wollen. Das schließt das Thema Parser so ein bisschen ab. Wie gesagt, man kann das hier noch. Ich stelle den Parser auch online, den ich jetzt geschrieben habe. Man kann das auch noch ein bisschen schöner machen. Wie gesagt, wir haben hier Quotations in Quotations. Das hier funktioniert. Wir haben aber noch keine Single Quotes als Quotations. Das wäre nur der Quoted Char Parser etwas umschreiben. Wir haben keine Quotations in Quotations. Das wäre den Quoted Char hier ein bisschen umschreiben, indem man mit Peak Char guckt, bin ich aktuell auf einem Backslash und ist der nächste ein Anführungszeichen? Da gebe ich nur das Anführungszeichen zurück. Ne? Also dann schmeiße ich den Backslash weg, weil dann habe ich einen String in meinem Text und so weiter und so weiter. Und dann kann man auch diese ganzen Ugly Strings und so, die wir am Anfang einmal hatten, vernünftig parsen. Ich hoffe, das Video ist dann geschnitten nicht so lang. Und vielen Dank fürs Zugucken.